Im hippen Hotel Bikini Berlin fand am Nachmittag vor der Stadtwerke-Tagung in diesem Jahr zum ersten Mal das offene Format Meet, Match und Cooperate statt, in dem sich Player aus der neuen und alten Energiewirtschaft austauschen und voneinander lernen konnten. Wir haben in einer Gruppe diskutiert, die so häufig nicht zusammenkommt. Ich sag mal Old Economy und New Economy. Und das gemeinsame Verständnis, wohin marschiert Deutschland, wohin marschiert die Energiewirtschaft, war das verbindende Element. Und ich habe den Eindruck, dass die Veranstaltung heute Nachmittag eine gute Mischung ist aus Innovation, wohin entwickeln wir uns in der Energiewirtschaft und wo stehen wir heute. Man muss jetzt eigentlich gucken, okay, wie kriegt man die Dinge ins Laufen, wie kriegt man ins Arbeiten, weil das ist vielleicht das, was die Stadtwerke von den Startups noch dennoch lernen können. Schnell, fokussiert, mal ins Doing kommen, mit einem Produkt auf den Markt zu gehen und einfach die Geschwindigkeit aufzunehmen. Das sind, glaube ich, so vielleicht die Key Takeaways jetzt aus der Session ja auch gewesen. In Impulsvorträgen, einem Barcamp rund um das Thema Kooperationen und Thementischen zu Quartieren, E-Mobilität, Smart Cities und Smart Meter konnten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht nur informieren, sondern auch selbst einbringen und die Inhalte zusammen mit Experten gemeinsam gestalten. Die neue Konzeption hat mir sehr gut gefallen, dass man eine sehr offene Diskussion hatte, dass es halt nur Topics gab. Die ersten, sage ich mal, beiden Beiträge, einmal die klassische alte Welt, dann das Thema Startups und wie man das dann in der Gruppe auch entsprechend zusammengeführt hat. Was positiv auffällt, ist die offene und häusliche Atmosphäre, was den Austausch hier zwischen den Teilnehmern dann auch fördert. Und man kommt hier dann auch sehr leicht ins Gespräch. Besonders gut fand ich so den großen Unterschied zwischen New Economy und Old Economy, also insbesondere dokumentiert in dem schnellen, agilen Ansatz des Startups. Man lernt viele Personen kennen, mit denen man sonst so nicht in Kontakt kommt. Das ist einfach eine schöne Gelegenheit zu networken und ich freue mich auf die nächsten 2 Tage, wo wir dann noch weitere Personen hoffentlich kennenlernen und noch viel mehr mitnehmen können.